Auch die Infantin Sophia wird zum Studium ins Ausland gehen, genau wie ihre ältere Schwester, Prinzessin Leonor, es getan hat. Und auch auf demselben Weg wie die Erbin. Der nächste Kurs beginnt mit dem International Baccalaureate-Studium am Internat des UFC Atlantic College in Wales, Vereinigtes Königreich. Dies wurde gerade vom Haus seiner Majestät des Königs in einer Erklärung bekannt gegeben. In dieser Notiz kündigen die Könige Felipe und Letizia diese Entscheidung an, die auch ihre kleine Tochter dazu bringen wird, das Nest zu verlassen, um ihren Wohnsitz im Palacio de la Zarzuela zu verlassen, um ihre akademische Ausbildung fortzusetzen. Der Linie der Gleichberechtigung folgend, die die Könige immer für ihre beiden Töchter gewollt haben, wird die Infantin Sophia die gleichen Studienmöglichkeiten haben wie die Erbin. Haus von HM. Die Infantin Sophia hat sich auch zufriedenstellend dem gesamten Auswahlverfahren unterzogen, das vom spanischen Komitee der United World Colleges, UFC, Foundation gefordert wird, heißt es in der Erklärung, sie musste dasselbe durchmachen wie Leonor, was bedeutet, dass sie einige Tests durchlaufen hat, zuerst anonym und dann persönlich, bis der Prozess abgeschlossen ist. Das akademische Programm wird in zwei akademischen Jahren, 2023/24, 2024/25, entwickelt und umfasst sowohl naturwissenschaftliche als auch literarische Fächer. Abgerundet wird dieses Studium durch einen gemeinsamen interdisziplinären Kurs zur Wissenstheorie, eine Monographie mit Forschungscharakter sowie ein spezielles Programm für Kreativität, Theater, Musik, Kunst und so weiter, Aktion, Sport und eine Aktivität, der A-Dienst an der Gemeinschaft, Unterstützung in örtlichen Schulen, Arbeit mit Kindern mit geistiger Behinderung, älteren Menschen, Erste Hilfe, Pflege der nahegelegenen Küsten und Wälder, Kontrolle der Umweltverschmutzungsraten, Pflege und Wiederherstellung von Tierarten, Seenotrettung, Küstenwache und so weiter. Die Erklärung fügt hinzu, dass König Felipe den Premierminister Pedro Sanchez über diese neue Ausbildungsperiode für die Infantin Sophia informiert hat. Die Eingliederung der Infantin Sophia in die Schule in Wales, Vereinigtes Königreich, ist zwischen Ende August und Anfang September geplant. Die Infantin Sophia wird ebenso wie Prinzessin Leonor auf Pensionsbasis wohnen und sich ein Zimmer mit einigen Begleitern teilen. Sie haben auch die Kosten für das International Baccalaureate bereitgestellt, die sich auf 74.000 Pfund Sterling, 82.690 Euro, für die beiden Kurse belaufen werden. Ein Betrag, der von ihren Majestäten vollständig aus den Mitteln ihrer jährlichen Zulage bezahlt wird, wie die offizielle Mitteilung klarstellt. Dasselbe geschah im Fall von Prinzessin Leonor. Die Erbin wird ihrer jüngeren Schwester während dieses Prozesses zweifellos eine große Hilfe gewesen sein. Sie hat ihm den Weg geebnet und wird seine Erfahrungen geteilt haben, die ihm sicherlich sehr geholfen haben, sein Ziel zu erreichen, ohne seine eigenen Verdienste zu schmälern. Die Schwestern werden jedoch während dieser Studien nicht im selben Zentrum zusammenkommen, da Leonor ihr internationales Abitur im nächsten Mai abschließt. Sie werden sich also kreuzen, aber sie werden nicht in dieser modernen Bildungseinrichtung zusammenleben. Die Infantin Sophia wird am 29. April 16 Jahre alt und macht sich bereits auf den Weg in die letzte Etappe des Instituts der Schule Santa Maria de los Rosales in Madrid.
Nach den Sommerferien wird er das Internat in Wales besuchen, um eine weitere Etappe zu beginnen.